Hallo meine Lieben, bevor ich euch gleich die Zutaten sage, gebe ich jetzt erstmal schon mal meine Hefe in meine lauwarme Milch. Zwar, das habe ich schon öfters gesagt, ich mache das immer so nach Gefühl. Also ich mache das nie so nach dem, wie es hinten auf der Hefe draufsteht, auf den Packungen. Da war gar nichts mehr drin. Deswegen, bei mir wird es dann so ein halbes Päckchen sein. Ihr könnt euch aber auch nach den Anweisungen hinten drauf richten, wie ihr mögt. So, jetzt sage ich euch mal, was wir brauchen. Und zwar, da der Teig ja gehen muss, fangen wir auch mit dem Teig an. Und zwar habe ich jetzt hier 235 Gramm Mehl, dann 110 Milliliter lauwarme Milch, ein Ei, eine Prise Salz und 15 Milliliter Öl sind hier noch drin. Also Olivenöl. Upsala, jetzt bin ich an die Kamera gekommen, sorry. Und jetzt lassen wir die Hefe hier kurz drin arbeiten. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich den Teig diesmal per Hand knete. Das liegt aber nur daran, weil ich den Teig irgendwie immer gerne mag mit Öl. Ich finde, der ist immer so schön geschmeidig. Aber ihr könnt ihn natürlich ganz normal mit dem Handrührgerät verrühren oder mit einer Küchenmaschine, wie ihr wollt. Und dann warten wir jetzt kurz ab, so 5 bis 10 Minuten. Und dann machen wir den Teig. Dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, die Prise Salz habe ich hier ja eben schon reingegeben. Dann geben wir jetzt noch das Ei mit dazu. Und unser Hefe-Milch-Gemisch. Und bevor ich mit der Hand reingehe, tue ich jetzt erstmal das mit der Gabel verrühren. So, und jetzt geht's los. Oh, der fühlt sich so schön an. Aber ich glaube, ein bisschen Mehl brauchen wir noch. Das merke ich jetzt schon. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Also wie gesagt, ein bisschen Mehl noch. So, jetzt haben wir einen richtig schönen Teig. Der muss jetzt erstmal ruhen, also abdecken, an einen warmen Ort stellen und aufgehen lassen. Und beim Rezept werde ich die Mehlmenge so um 10-15 Gramm verändern. Natürlich hängt es auch immer davon ab, welche Eigröße man hat. Ich hatte jetzt die Größe M. Wenn ihr natürlich S habt, dann müsst ihr höchstwahrscheinlich nicht viel Mehl dazugeben. Wenn ihr L habt, vielleicht ein bisschen mehr. Da müsst ihr euch dann einfach so ein bisschen nach der Eigröße richten. Einfach damit er halt nicht mehr groß klebt. So, seht ihr, da klebt nicht mehr. Und wie gesagt, jetzt lassen wir ihn erstmal ruhen. Wir können jetzt weitermachen mit unserer Bechamel-Soße. Und zwar dafür haben wir 13 Gramm Butter, 10 Gramm Mehl, dann 125 Milliliter Milch, etwas schwarzen Pfeffer, Muskatnuss und Salz. Und wir beginnen jetzt einfach damit, dass wir die Butter erstmal schmelzen. Die Butter ist geschmolzen. Dann geben wir jetzt das Mehl mit dazu. Verrühren das Ganze. Und löschen das Ganze mit der Milch ab. Dann geben wir etwas Salz dazu. Pfeffer. Und Muskat. Und jetzt rühren wir einfach so lang, bis wir halt merken, dass es andickt, so wie eine Bechamelsoße auch ist. Jetzt können wir weitermachen. Den Teig habe ich jetzt ausgerollt. Ich hatte den jetzt bei 30 Grad im Ofen so eine halbe Stunde. Wenn ihr den außerhalb vom Ofen gehen lassen wollt, dann würde ich ihn schon eine Dreiviertelstunde gehen lassen. Dann habe ich hier neben mir Schinken, also gekochten Schinken und Käse, ob ihr da jetzt Gouda nehmt oder Emmentaler oder so, das ist euch überlassen. Und dann haben wir hier unser Bechamel.
Und damit bepinseln wir den Teig erstmal. Dann geht es weiter mit dem Schinken. Da könnt ihr natürlich auch einfach so ein bisschen nach euch gucken, eher mehr oder weniger. Und dann kommt noch unser Käse oben drüber. Und dann können wir das Ganze auch schon aufrollen. Ich nehme jetzt die kurze Seite. Dann werden unsere Schnecken einfach dicker. Und neben mir seht ihr ja schon auf der Seite hier das Backblech mit Backpapier. Und da tun wir uns jetzt einfach so Schnecken abschneiden. So 2, 2,5 Zentimeter groß mache ich das jetzt. Und dann legen wir unsere Schnecken einfach aufs Blech. Schön Abstand lassen. Denn die sollen ja auch noch aufgehen. Und jetzt lassen wir das Ganze noch mal so 20 Minuten ruhen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind so 20 Minuten um. Dann habe ich jetzt den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Hier habe ich jetzt etwas Milch und ein Eigelb. Das tue ich jetzt noch mal verquirlen. Und dann müssen wir einfach noch unsere Hefeschnecken damit bestreichen. Und dann sind sie auch startklar für den Ofen. Alle sind bepinselt und wie gesagt, jetzt geht's ab in den Ofen. So sieht das Ganze dann aus. Bei mir war das Ganze jetzt 30 Minuten im Ofen. Ihr könnt dann natürlich einfach gucken, ob ihr lieber es brauner wollt oder nicht so. Wie gesagt, 30 Minuten bei mir. Eins habe ich jetzt für mein Foto schon mal aufgebrochen, aber ich möchte es euch natürlich auch noch mal zeigen. Und zwar, dass das richtig schön saftig innen drin ist, durch halt das mit dem Bechamel. Und so sieht es dann aus. Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und ich wünsche euch natürlich noch schöne Ostern und bis dann. Tschüss!